Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Anime-Quiz hier. Dieses Mal das ultimative Anime-Quiz. Bist du bereit? 45 Anime-Zufallsquiz. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Was soll Zufallsquiz bedeuten? Ich bin so lost. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich dachte mir, wisst ihr was? Ich klicke da drauf. Wir machen das einfach. Schauen wir mal rein. Quiz, wow. Was soll das überhaupt heißen, Zufallsquiz? Don't forget to subscribe. Ich weiß ja nicht, du. Vielleicht mache ich nicht zu laut. Ich habe 8 Sekunden, um die richtige Antwort zu erraten, ja. Let's go. Und du erklärst nicht mal, worum es geht? Ach so. Ja, okay, das ist von Emilia. Ich habe den Namen von gestern im Kopf behalten, ja. ReZero. Ich meine, hey, easy Punkt. Easy Punkt für den Füller. Ich verstehe, also wir haben immer irgendwas anderes dort, oder wie? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ist das Tokyo Ghoul? Nee. Jetzt war es ein Opening. Soll das Vegapunk sein? Geht's um Vegapunk? Ja, es geht um Vegapunk. Okay. Oh. Das ist irgendwie Haikyuu. Ist er Hinata von Haikyuu? Der sieht doch aus wie ein Haikyuu-Mund. Schaut euch das an. Spitz. Hinata, ich wusste es. Ich bin fasziniert davon, dass man sowas erkennt. Das ist bestimmt... Ja, genau, Akira Tendo. Ich erinnere mich, das war Sommer 100. Das war Sommer 100. Wisst ihr was? So die ganze Zeit der Wechsel ist doch interessant. Let's fucking go. Anime Random Quiz, huh? Shit. Die Schuhe könnten... Okay, ich habe keine Ahnung. Oder doch? Moment, habe ich eine Ahnung? Wer? Ach so, Black Clover. Die ganz rechts sage ich einfach, ich habe keine Ahnung. Oh. Die Stimme hat am besten gepasst, ja? Ich hätte den Namen oder so nicht gewusst, ne? Ja, ganz rechts. Luffy hat rote Klamotten, rot, gelb, weiß. Das weiß ich. Rot ist ja auch Luffys Farbe. Ich weiß, er hat manchmal auch andere Farben an. Aber meistens ist es rot bei ihm. Ich meine, das habe ich gesehen. Ist es Bungo? Doch, es ist Bungo. Ja. Ich war mir erst nicht sicher, aber doch. Ja, easy peasy. Das ist S-Hawk? I guess? Oder? Ist es S-Hawk? S-Hawk, ne? Ja, S-Hawk, genau. Let's go. Seraphim Mihawk. Ich hab keine Ahnung, Mann. Komi? Nein, shit. Demon Slayer? Demon Slayer hat so ein ruhiges Opening? Ha. Kaffee-Schwerter. Ich... Was? Klein? Ich hab keine Ahnung, Mann. Hat Levi was mit Kaffee am Hut? Nochmal. Warum Kaffee? Ich meine, ja, er ist ein bisschen kleiner, er hat zwei Schwerter, aber Kaffee? Also, Levi war einer der wenigen Charakter der Attack on Titan, die ich sogar irgendwie ganz interessant fand und mochte. Ist das so ein kleiner extra hin von wegen, oh, er trinkt voll gerne Kaffee oder sowas? Weil es ist definitiv jetzt kein... sag ich mal, super deutlicher Character-Trait von ihm, oder? Vielleicht im Anime ein bisschen deutlicher als im Manga oder sowas? Ich meine, ja. Er hatte ja den Sauberheits... Wenn, dann würde ich den Sauberheitstick da reinpacken. Aber gut. Es war wohl Kaffee. Weird. Naja. das ist diese Albedo, oder wie sie heißt, ne? Oder? Wegen der Halskrause-Dingens? Aber guckt die so? Ja. Sie guckt scheinbar so, okay. Mein, die Haare haben auch gepasst, aber you know. Das ist Kaneki. Kleider Fun Fact am Rande, das ist Tokyo Ghoul. Und das ist auch nicht Tokyo Ghoul Re, meines Wissens nach. Müsste nicht Re sein, ja. Ich meine, ja, komm schon. You know. Es war alles sicher, das ist Ghetto. Ich meine natürlich Kenny. Ich meine natürlich, fuck, wie hieß der nochmal? Scheiße. Wie heißt Kenny nochmal? Voll. Was ist nochmal Kennys Name? Oh.
Ist das Emir? Ja, es ist Emir. Es ist Emir. Okay. Ich war kurz am Überlegen, könnte es Temari sein, aber ich weiß nicht. Das Rechte. Oder? Doch. Bin mir ziemlich sicher, dass Pink ergibt am meisten Sinn. Ja. Sind wirklich. Es ist wirklich irgendwie interessant, immer so verschiedenes Zeug zu haben. Ist man auch nie in einem Mode. Das ist To Your Eternity. Das Haus habe ich erkannt. Ja, ja. Ja, ja. Oh, den Punkt gebe ich mir schon mal im Vorfeld, okay? Den gönne ich mir mal. Ja. By the way, To Your Eternity, so ein Banger. Das ist Fubuki, oder? Die Schwester von Tatsumaki. Die hieß Fubuki, richtig? Richtig? Ah, der Mann hat sich das gemerkt. Let's go, ich lerne dazu. Aber wenn ich One Punch Man nicht kenne. Für die schweren Openings hier. Kaiju Number 8, okay. Ich meine, gut, ist relativ neu. Wenn man Kaiju Number 8 guckt, dann weiß man das. Hammer, Brille, lange schwarze Haare. Was? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ist das Goku oder Vegeta? Das ist Goku, oder? Goku, bist du das? Goku? Es ist Vegeta. Shit. Ich bin mir so unsicher gewesen. Ich kenne den. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist Danmachi. Ich wollte sogar aus Spaß Danmachi sagen, aber der Arzt im Manga war so anders. Okay, das von Ochako. Aber der Arzt im Manga war so anders, ja, dass ich gedacht habe, das ist niemals Danmachi. Aber das ist manchmal das Problem, wenn du eine Anime-Adaption hast oder so. Und auf die Anime-Adaption draufkommt, oder? Der vorletzte rechts. Ja. Sag ich doch. Ich habe seinen Namen nicht gewusst, aber passt. Ich glaube, dir ein Bild auswählen, ja? Das ist das Ding. Das Ding ist Bescheid. Ich meine, es ist links eigentlich. Aber an sich gibt es kein festes Color Scheme bei JoJo. Ja? Die haben keine festen Farben. Ich weiß, sie haben in Anime die Farben, die sie am meisten zeigen. Aber prinzipiell, die wechseln ja auch immer voll gerne. Das ist Gate. Das ist definitiv Gate. Das ist Gate. Ja. Eindeutig Gate. Nie gesehen. Aber alle meinten, es ist halt echt Trash. Aber den Punkt gönne ich mir. Das ist ein Demon Slayer Typ. Eindeutig dieser Typ mit den weißen Haaren und der. Einer von den Hashiras. Ich weiß nicht, wie der heißt. Sanemi. Den Punkt kann ich mir geben, oder? Komm schon. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, oder? Chain Chronicle. Holy shit, die Openings sind schwer. Ice Cubes, ein Lolli und ein Degen. Okay. Das ist übrigens Shinra. Aber den Punkt gebe ich mir für Shinra. Das mit Esteth? Ist sie am Süßigkeiten irgendwann am Essen dauernd? Ich habe ein bisschen den Manga gelesen jetzt und ich bin auf diesem Dampfer, wo, ihr wisst schon, relativ früh noch. Esteth kam schon vor, aber sie hat nicht einmal irgendwie Süßigkeiten gefuttert. Weswegen ich echt null im Kopf, und es ist auch echt nichts, was ich bei ihr im Kopf hatte, dass das eine Charaktereigenschaft von ihr ist. Ist sie ab Süßigkeiten? Ich kann mir das generell gerade kaum vorstellen, aber wird wohl stimmen. Und das ist eindeutig Shinra. Ich meine, komm schon. Das ist easy. Das ist easy und eine Pepsi für den guten Füller. Ich meine, das ist sein ikonisches Lächeln. Obwohl ich sagen muss... Ja, okay, hier ist es ein bisschen deutlicher, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Masamune Kun's Revenge. Moment, das ist Garfield. Oder? Ist es Garfield? Es ist Garfield. Ja. Let's go. Das war klar. Ja. Light Novel Artwork, by the way. Frech. Nämlich, ich glaube halt wirklich, er hatte den Umhang die meiste Zeit im Anime nicht an. Oh, nee. Okay, das ist Ei. Links. Ich kannte ihre Stimme nicht, aber...
Ich habe ein, zwei Wörter verstanden. Das zweite. Also das hier. Das müsste ein satteres Grün sein und nicht eher so ein Türkis, ja. Ja. Gut, dass ich da den Anime gesehen habe, ne, und nicht nur Manga. Keine Ahnung, Seven Deadly Sins? Nee. Doch, nee. Nee. Shit, wie hieß das nochmal? Ich hab's gesehen. Myriad Colors Phantom World. Ich hab da seine Girl da gesehen in dem gelben Shirt. Das Auge, das ist irgendein Attack on Titan Ding. Keine Ahnung. Ich sag Gabi spontan, aber... Nee, ist Mikasa, okay. Ich wusste bis eben nicht, dass Mikasa blaue Augen hatte. Warte mal. Moment. Das kenne ich, Sekunde. Shit. Goddammit. Kam nicht drauf. Auch wieder so ein schweres Ding. Ja, das ist Kakegurui. Wie hieß sie nochmal? Die eine da. Ihr wisst schon. Main Character. Ja, genau. Yumeko. Zählt. ist das Naofumi oder sowas? Ich weiß nicht. Gib mir Shield Hero Vibes. Ich habe keine Ahnung, Mann. Es ist es nicht. Wer ist Yuichi? Ich habe keinen Plan, Mann. Das ist Boruto. Ich meine, er kennt mal gut an dem Artstyle. Das sehe ich gar nicht mal so gut. Oh. Aber hey! Punkt für mich, I guess. Das sind wilde Schuhe. Ist das aus... Nee. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Aura Bella Fiora. Ich sag die zweitletzte. Oder die ganz rechts? Nee, doch zweitletzte. Das habe ich zuerst gesagt. Passt. Keine Ahnung, wer du bist. Hiragi Utena. Oh nein, Moment. Das zweite. Das hier, oder? Komm, lass mich nicht hängen, das ergibt Sinn. Ja. Ich habe mich einfach nur dran gehalten. Ich wusste es nicht. Warte mal, er heißt King. Das klang mir. Nee. Das ist doch nicht Summer Wars oder so. What the fuck ist das? Peach Boy Riverside. Ich hatte keine Ahnung. Ups. No, ich wollte nicht was anderes anmachen. Nochmal 40 Anime-Zufallsquiz. Das mache ich vielleicht dann eher morgen, ja? Das mache ich vielleicht eher morgen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch soweit gefallen. Es war spaßig. Spaßiger als gedacht. Ich sollte mehr solche Zufallsquizze machen. Gut, dass es mehr davon gibt. Wie viele Punkte hattet ihr? Ich hatte von, wie viel waren das? 50 oder 45? Von 45 und 28. Naja, frech. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.